Hallo liebe Schüler, heute erkläre ich euch den Zylinder. Schauen wir uns einen Zylinder an. Dazu merken wir uns Folgendes. Ein Zylinder besteht aus Grundfläche, Deckfläche und Mantelfläche. Hier unten haben wir die Grundfläche, oben ist die Deckfläche und außenrum ist die Mantelfläche. Hier haben wir noch den Radius. Der Mantel besteht aus einem aufgerollten Rechteck. Wenn wir hier entlang schneiden und den Mantel abrollen, würde dieses Rechteck hier entstehen. Also das hier ist der Mantel. Hier haben wir wieder die Grundfläche, die Deckfläche und den Radius. Die Grundfläche und Deckfläche sind deckungsgleiche und zueinander parallele Kreise. Also wir haben zwei Kreise, die deckungsgleich und parallel zueinander sind. Zeichnen wir noch die Körperhöhe HK ein. Die kann hier sein, an der Seite, und beim Rechteck ist die Körperhöhe die Breite des Rechtecks. Obacht! Die verzerrte Darstellung der kreisförmigen Grundfläche bezeichnet man auch als Ellipse. Hier haben wir ja keinen runden Kreis, sondern einen verzerrten Kreis. Wir erkennen, den Radius zur Seite zeichnen wir ganz normal, nach unten hin nur die Hälfte. Wie man das macht, schauen wir uns jetzt noch einmal genauer an. Kommen wir zur Vorgehensweise. Erster Schritt, zeichne den Mittelpunkt der Ellipse. Zweiter Schritt, markiere mit ganzem Radius zwei Punkte links und rechts vom Mittelpunkt. Hier zwei Punkte markiert, und zwar mit ganzem Radius. Dritter Schritt, markiere mit halbem Radius zwei Punkte oberhalb und unterhalb vom Mittelpunkt. Also hier zwei Punkte markiert, und zwar jetzt mit halbem Radius. Vierter Schritt, zeichne gefühlvoll eine Ellipse durch diese vier Punkte. Und jetzt ganz gefühlvoll diese Ellipse durch die Punkte zeichnen. Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an Klassenkameraden und Freunde weiterempfehlen würdet. Bis bald!